War, geht drauf, Mann, Alter. Ja, das ist die Träne des Mondes, die jetzt auf die Erde. Ja, jetzt verteilen sich die Monster. Und die Lunatik Pandora. Ja, das ist Adele. So, ab hinterher. Und rein da. Na, reden wir nochmal mit ihr. Elione, ich flehe dich an. Es ist das erste Mal, dass ich glaube, etwas unbedingt tun zu müssen. Bring mich. Bring mich zu Rinor. Na gut. Ich kann für nichts garantieren. Willst du es trotzdem tun? Schnell auf die Position! Okay, jetzt werden wir nochmal in die Vergangenheit geschickt, zu Rinor. Jetzt sehen wir, was in der Vergangenheit passiert ist mit ihr. Bei unserem letzten Kampf gegen Idea. Zurück zum Gefängnis, Irvine Kineas. Befehl von deinem Vater. Wir fahren nach Dating City. Autsch, was soll das? Wir müssen den anderen helfen. Ach, das war, als wir im Gefängnis waren und Rinor und Irvine ja auch irgendwie zusammen waren. Die sind schon entkommen gewesen und sind dann nochmal zurückgekehrt. Die kommen schon klar. Wenn es brenzlig wird, werden sie schon fliehen. Woher willst du das wissen? Squall sagt bestimmt, wir haben unsere Befehle und wird dort ewig bleiben. Das kann ich nicht zulassen, deswegen müssen wir sie rausholen. Wenn es sein muss, mit Gewalt. Aua! Schon gut, ist ja schon gut. Somit kehrten sie dann auch wieder zurück und haben uns gut unterstützt. Aber das war zu weit in der Vergangenheit. Der Ring von Squall? Nö, ich weiß nicht, wo er den her hat. Ich will den gleichen haben. Er sieht wirklich gut aus. Der mit irgendeinem Monster drauf, oder? Genau. Ich werde dir den machen. Ich habe Übung darin. Wirklich? Juhu! Ich frag mal Squall, ob er mir den leiht. Nein, bitte nicht. Warum nicht? Das ist mir etwas peinlich. Hä? Aha. Nein, nein, es ist nicht so.
Das war, ich glaube, immer noch zu weit in der Vergangenheit. Nein, Elione, das war zu weit zurück. Tut mir leid, Squall. Ich werde es nochmal versuchen. Jetzt müssten wir, denke ich mal, an der richtigen Stelle sein. Wo bin ich? Genau, das ist die richtige Stelle. Das war damals. Da, das ist übrigens die Hexe, die da auch ab und zu mal auftaucht. Rhynor. Also Hexe Artemisia. Das ist nicht Rhynor. Mein treuer Ritter Cypher, die Hexe lebt. Die Hexe befiehlt dir. Artemisia? Ist die Hexe aus der Zukunft in Rhynor? Ist sie von Edea übergewechselt? Wo ist Rhynor? Suche die sagenhafte Lunatik Pandora, die in den Tiefen des Ozeans schlummert. Die Hexe wird dich danach in das Reich der Träume führen. Rhynor, wo bist du? Antworte mir! Wie Sie befehlen, ehrenwürdige Artemisia. Squall, ich habe Angst. Rhynor! Das ist Artemisia. Wer ist da? Verschwinde! Rhynor! Elione! Weißt du nun, was mit Rhynor passiert ist? Hast du die Vergangenheit abgewendet? Nein! Was soll ich nur machen? Das war derselbe Ausdruck wie damals, als du noch klein warst. Wie ein kleines Baby, so hilflos, so süß. Ich erinnere mich nicht. Ist schon gut. Wichtig ist nur die Gegenwart. Ich habe es endlich begriffen. Du meinst, mir bleibt nur die Möglichkeit, sie in der Gegenwart zu retten, oder? Geh zu Rhynor. Eure Gedanken sind eins. Bereit, Squall? In die Vergangenheit, in der die, oh Mann. In die Vergangenheit, die der Zukunft am nächsten ist. Oh, was zeigt ihr uns jetzt? Lebenserhaltungssystem noch 15 Sekunden. Ob ich das überlebe? Wie eigentlich? Ich kann nichts machen. Ich werde dahin getrieben. Allein bin ich so hilflos. Noch 0 Sekunden. Überlebe ich? Überlebe ich's nicht?
Ich. Ich kann nichts machen. Lebenserhaltungssystem außer Betrieb. Das bedeutet so viel wie kein Sauerstoff mehr. Ich kann nicht. Ich kann nicht aufgeben. Ich werde im All dahin treiben. Nein, Renoir. Renoir. Renoir, denk nach. Dass ich mir auch wieder Sauerstoff ausgeht da drin. Du musst nach den kennen. Denken, ja.